Ich studiere Physik, weil ich wissen wollte und wissen will, was die Welt im Innersten zusammenhält. Außerdem wollte ich gerne etwas studieren, was später ein breit gefächertes Berufsangebot bedeutet und was gleichzeitig aber auch ein wirklich allumfassendes Studium ist. Der erste Gedanke, Physik zu studieren, kam bei mir eigentlich so ungefähr in der 9. Klasse. Physik war da schon relativ fordernd, aber vor allem sehr interessant. Ich fand es bewundernswert, wie viel mir meine Physiklehrerin erklären konnte, gerade von vielen Alltagsphänomenen oder technischen Geräten. Gleichzeitig hat sie mich aber bei bestimmten Nachfragen immer wieder darauf verwiesen, dass sie mir das nicht erklären kann, dass ich dafür Physik studieren muss. Das fand ich am Anfang ziemlich frustrierend. Gleichzeitig hat es mich aber auch in dem Wunsch bestärkt, auch wirklich später Physik zu studieren. Auf jeden Fall sollte man ein gesundes Maß an Ehrgeiz mitbringen oder zumindest Hartnäckigkeit und den Willen, Physik wirklich zu studieren. So ein grundsätzliches Verständnis von Physik und Mathematik sind auf jeden Fall sehr wichtig und hilfreich. Und ja, das war es eigentlich schon. Ja, das war erstmal wow. Das ist jetzt eigentlich viel mehr Mathe und auch ganz andere Mathe, als ich erwartet hätte. Und außerdem war es am Anfang auch ziemlich schwierig, weil so ein Studium auch viel mehr Selbstorganisation bedeutet und auch viel mehr Zeit, als man das von der Schule kennt. Gerade die Mathematik im Studium unterscheidet sich doch wesentlich von der Schulmathematik. Also während es in der Schulmathematik mehr um Rechnen geht, besteht die Mathematik im Studium eigentlich vor allem nur aus Beweisen. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen und da wird man im Studium ziemlich ins kalte Wasser geworfen. Ich hätte aber gleichzeitig auch nicht erwartet, dass so viele andere Menschen auch noch Physik studieren. Also gerade am Anfang war der Hörsaal total voll und das ist wirklich ein riesiger Hörsaal in der Experimentalphysik. Und das war schon erstaunlich. Außerdem hätte ich nicht gedacht, dass sich gleich so eine familiäre Atmosphäre bildet. Also nicht nur zwischen den Studierenden, sondern auch mit den Dozierenden, also mit den Professoren und Professoren. Das fand ich eigentlich sehr schön. Was mir besonders gut gefällt am Physikstudium an sich, ist, dass man wirklich viele Methoden erlernt. Also ich war immer in der Schule sehr schlecht im Auswendiglernen. Und in der Physik ist es schon so, dass man viel Wissen, das man da erlernt hat, viele Methoden, das man in dem einen Fach erlernt hat, dass man das gut auch auf andere Dinge übertragen kann. Das ist auch wirklich eine Kompetenz, die man im Physikstudium erlernt. Jetzt speziell in Leipzig gefällt mir gut, dass die Möglichkeiten der studentischen Selbstbeteiligung sehr groß sind. Also man kann im Vergleich mit den anderen Bundesländern in Deutschland hier sehr viel beitragen und am Studium verbessern. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, statt mehr Mathevorlesungen zu machen, ein Industrie- oder Forschungspraktikum zu absolvieren. Außerdem hat man hier beim Physikstudium in Leipzig schon ungefähr in der Mitte des Studiums die Möglichkeit, den ersten Versuch des eigenen Forschens zu starten. Da hat man im Anfängerpraktikum die Möglichkeit, eine Fragestellung selbstständig zu verfolgen und wird da auch angemessen betreut. Und das ist was ziemlich Interessantes. Ja, also die falsche Vorstellung vom Physikstudium, mit der ich am häufigsten konfrontiert werde, ist, dass die meisten denken, so ein Physikstudium ist ja eigentlich nicht für Frauen. Und das ist aber, ja, wie man hoffentlich sieht, eigentlich falsch. Das ist mehr ein gesellschaftliches Problem und Deutschland ist da auch ein ziemliches Schlusslicht. Also wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, zum Beispiel Frankreich oder den USA, da ist das ganz anderes und sehr viel selbstverständlicher, dass Frauen und Männer Physik studieren. Eine andere falsche Vorstellung, die auch dazu führt, dass viele Frauen sich gegen ein Physikstudium entscheiden, ist, dass man denkt, dass so ein Physikstudium ja ein Studium der Dinge ist, was zwar stimmt, aber die Schlussfolgerung daraus ist falsch, dass man dann nur mit Dingen arbeitet und nicht mit Menschen. Wenn man Physik studiert und auch im späteren Berufsfeld,
hat man eigentlich viel mit Menschen zu tun, sei es nun in den Forschergruppen oder in den Unternehmen. Da forscht man immer zusammen in einer kleinen Gruppe an irgendetwas, sonst ist man auch verloren. Und dadurch ist es eigentlich sehr interaktiv. Also gerade in meiner Forschungsgruppe, in der ich gerade bin, sind viele, viele nette Leute. Und es ist auch relativ international. Also da ist zum Beispiel ein Mexikaner und ein Italiener und ein Ukrainer, mit denen ich zusammenarbeite. Und es ist wahnsinnig spannend. Also abgesehen davon, Übungsgruppen zu bilden, würde ich allen Anfängerinnen und Anfängern des Physikstudiums raten, auch mal über den Tellerrand zu blicken. Also so ein Auslandsstudium oder mal Sprachkurse oder so sind auf jeden Fall sehr bereichernd für einen selber und da kann man die Möglichkeiten einer Volluniversität ruhig nutzen. Das Physikstudium ist teilweise schon relativ in eine Richtung gerichtet. Das muss aber nicht heißen, dass man nur diese Richtung verfolgen muss und sich ansonsten nicht breit bilden kann oder sollte. Das würde ich auf jeden Fall auch noch empfehlen. Ja, was ich nach dem Physikstudium machen will, da bin ich mir noch nicht sicher. Im Moment studiere ich im Master und danach werde ich wahrscheinlich promovieren. Ich wollte eigentlich immer in die Grundlagenforschung gehen, also zum Beispiel im Bereich der kondensierten Materie, was letztlich eigentlich alle Materie ist, die kein Festkörper ist. Da kann man relativ viel forschen und auch lustige Materie entdecken, wie zum Beispiel die ganzen Ferrofluide und so weiter. Aber für die Forschung muss man auch wirklich brennen und ich weiß nicht, ob ich das wirklich so tun werde. Stattdessen könnte ich mir auch gut vorstellen, in Unternehmen zu gehen, also zum Beispiel, was ich sehr interessant finde, zu Versicherungen zu gehen, um Risikoeinschätzungen zu machen, also die ganzen statistischen Prozesse, stochastischen Prozesse und so weiter, also wie wahrscheinlich ist es, dass der Fall eintritt, ist eigentlich relativ stark mit der Physik verbunden. Also insbesondere mit der theoretischen Physik, in der ich gerade bin. Die theoretische Physik geht mehr so in die mathematische Schiene als die Experimentalphysik, die sich eben mehr mit Ausprobieren, mit Materialforschung und den richtigen Experimenten eben beschäftigt.